Grüßt euch meine Lieben, ich habe wieder ein neues Keksrezept für euch. Und zwar zeige ich euch, wie ich meine Linsamonde immer backe. Wir beginnen gleich mit unserem Mürbeteig. Dafür habe ich hier genau 250 Gramm Mehl. Da gebe ich jetzt genau 250 Gramm kalte Butter dazu. Die habe ich mir schon ein bisschen in Würfel geschnitten, das macht das gleich einfacher. Und das werde ich jetzt einfach nur kurz abbröseln. Ihr könnt das bitte natürlich auch tadellos mit den Händen kneten, ist ganz ein einfacher Mürbeteig. Als nächstes gebe ich dann eine Prise Salz dazu, 130 Gramm gesiebten Staubzucker, 200 Gramm in meinem Fall Haselnüsse, ihr könnt aber natürlich auch Mandeln oder Walnüsse nehmen, einen Teelöffel Zimt und das Ganze werden wir jetzt noch einmal kurz durchmischen. Und nun geben wir hier genau ein ganzes Ei und noch ein Eigelb dazu hinein. Etwas Vanillearoma, ihr könnt aber natürlich auch Vanillezucker nehmen. Und das werden wir jetzt wieder weiter rühren. Bitte hier nur nicht zu viel. Ich zeige euch dann, wie das dann aussehen sollte. Wenn das Ganze so aussieht, dann ist das auch schon genug. Das Ganze holen wir uns jetzt einfach nur aus der Schüssel raus. Falls notwendig, könnte man das jetzt noch einmal kneten, aber das ist bei mir nicht der Fall. Ich werde das jetzt gleich einfach schon in Form bringen. Den Teig backen wir dann einfach nur ein. Keine Sorge, der ist jetzt ein bisschen weich, aber der wird dann natürlich durchs Kühlen im Kühlschrank fester. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr da nicht zu viel herumrührt, weil sonst wird er ganz, ganz batzig. Und jetzt sollte er bitte für eine Stunde in den Kühlschrank. Ihr könnt diesen Teig natürlich auch einen Abend vorher herrichten und über Nacht in den Kühlschrank lassen. Von unserem Mürbeteig werden wir jetzt so in etwa ein Drittel entfernen. So circa halt. Schaut mal, wie ihr das macht. Ihr könnt das natürlich auch abmessen, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr euch ein bisschen sicherer sein. So, das backen wir uns wieder ein und geben es uns nur kurz zur Seite. Und jetzt nehmen wir uns das restliche Stück, also die anderen zwei Drittel ungefähr. Und das rollen wir dann gleich auf Backpapier aus. So in etwa in der Größe unseres Backblechs. Das Ganze ziehe ich mir jetzt einfach nur auf mein Backblech. Das ist bitte ein ganz normales, handelsübliches, was ihr sicherlich alle habt. Jetzt werden wir das noch überall schön anpassen und schaut bitte jeden Überfluss, den ihr habt, schneidet den dann weg, falls ihr ihn nicht braucht. Also falls ihr ihn da jetzt unten nicht mehr braucht, weil das benutzen wir dann für oben. Oder drückt es halt da noch zurecht, wo ihr es braucht. Ich gebe dir jetzt noch ein bisschen Mehl drauf. Das ist leider ein ziemlich pickiger Teig, deswegen muss er auch gut gekühlt werden. So, und da fahren wir dann überall bis in alle Ränder. Und wie schon vorher gesagt, jeden Überfluss geben wir uns dann weg und benutzen es dann für oben. Aha. So ungefähr. Ihr könnt aber auch bitte ein Glas dann nehmen zum Glätten, damit ihr das schön gerade hinbekommt. Als nächstes gebe ich mir jetzt da einfach eine Ribisselmarmelade drauf. Die habe ich mir jetzt nur etwas glatt gerührt. Natürlich könnt ihr auch eine andere nehmen. Von der Menge her variiert auch so wie ihr wollt. Ich nehme immer so zwischen 250 Gramm bis 270 Gramm, aber das ist natürlich wieder geschmacksabhängig. Das verteile ich mir einfach jetzt überall und streiche das überall schön glatt und bis in die Ecken. Wenn ihr dann die Marmelade richtig verstrichen habt, dann brauchen wir dann den zweiten Teil. Ich habe das jetzt in einen Spritzbeutel gegeben. Ich meine, ihr könntet das auch ausrollen und schneiden und drauf geben, aber das ist ein wirklich sehr klebriger Teig. Also da ärgert ihr euch dann. Also ich tue mir leichter, wenn ich das einfach oben rauf dressiere.
Und jetzt werden wir das einfach, wenn wir einfach so Streifen drauf spritzen. Ich habe hier einfach nur eine runde Tülle, aber mit der tue ich mir eigentlich auch am leichtesten. Mit einer Stern oder so, außer ihr nehmt jetzt eine größere, kann das oft hängen bleiben. Und jetzt spritzen wir da einfach nur mit etwas Abstand einfach da solche Streifen drauf. So, da. Schaut halt einfach nur, dass sich das mit der Masse gut ausgeht. So, das war mal der erste Streich. Wer jetzt möchte, beziehungsweise auch noch so viel übrig hat wie ich, kann jetzt dann solche Linien reinmachen. Halt vielleicht nicht so viele. Passt das dann einfach eurem Teig an. Falls euch noch was übrig geblieben ist, falls nicht, dann halt nicht. Aber da könnt ihr euch einfach ein bisschen spielen. Einfach wie es sich halt mit dem Teig ausgeht. Da kann man dann halt ein bisschen kreativ sein, sage ich jetzt einmal. Da macht ihr dann einfach nur ein bisschen, vielleicht einen größeren Abstand, wenn es sich ausgehen sollte. So. So, meine Lieben, bei mir ist es sich ganz genau ausgegangen auf wirklich den allerletzten Deckkrümel. So, und jetzt kommt das bitte ins vorgeheizte Backrohr bei 180 Grad Ober-Unterhitze für in etwa 20 bis 25 Minuten, abhängig von eurem Backofen. Wenn es dann fertig gebacken ist, lasst es dann einfach nur abkühlen. Jetzt kann man das entweder in Schnitten schneiden, wenn man möchte. Nur da würde ich euch vielleicht empfehlen, dann eine kleinere Form zu nehmen. Also nicht die, die in jeden eurer Backöfen so halt hineinpasst. Da würde ich eher eine kleinere nehmen, weil dann werden die Schnitten einfach ein bisschen höher, außer sie gefallen euch eher so flach, dann ist natürlich auch gut. Aber ich werde jetzt den gleichen Trick machen wie bei meinen Nussmonden. Dafür habe ich wieder einen runden Ausstecher mit 4,5 Zentimeter. Den lege ich mir jetzt da einfach wieder drauf und schneide dann da einmal da durch. Drückt das einmal da an, gibt das dann weg, das kann man dann vernaschen. Und jetzt mache ich das genauso wie bei meinen Monden, nur dass ich die jetzt ein bisschen größer mache. Also ich fahre da mit dem Ring einfach ein bisschen höher hinauf. Wartet, ich zeige es euch gleich, wie das aussieht. Seht ihr? So sehen die dann aus. Aber wie gesagt, ihr könnt natürlich auch Schnitten schneiden, wenn ihr wollt. So, meine Lieben, das war's dann auch schon. Ich habe jetzt nur noch ein bisschen Staubzucker raufgegeben, aber könnt ihr natürlich auch weglassen. Ganz wichtig ist es, dass ihr sie wirklich ganz vollständig trocknen lasst. Ich lasse sie immer so dann 2-3 Stunden einfach nur bei Zimmertemperatur oder auch über Nacht und dann einfach nur kühl in Dosen lagern. Da halten sie ja 3-4 Wochen ganz sicher. Aber ihr müsst bitte natürlich schauen. Es sind halt immer die Umstände und die Temperatur, aber eh so wie bei allen Keksen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!